Ich war letztes Jahr in New York und habe mir bei Barbara Gladstone die Ausstellung angeguckt und mich dann entschlossen, das gesamte filmische Oeuvre, also was die 16mm-Filme angeht, für die Sammlung zu erwerben. Und ja, Jack Smith hat ganze Generationen geprägt. Hallo! Andy Warhol hat gesagt, the only one I would ever copy is Jack Smith. Und ich glaube, das sagt eigentlich auch schon alles aus. Er ist einfach so ein maßgeblicher, wie gesagt, Ideengeber und Bilder für ganze Generationen gewesen. Und das ist hier auch sichtbar in der Ausstellung. Wir haben eigentlich drei Generationen, da sagen wir mal Jack Smith, dann kommen die L.A.-Künstler wie Mike Kelly, Paul McCarthy und Tony Ausner. Und dann auch natürlich die Zeitgenossenschaft, ganz wichtig hier für die Sammlung, eben Jon Hock und Ryan Chicago. Alle Arbeiten oder beziehungsweise alle Künstler verbindet sicherlich auch der Wunsch, fiktive Realitäten anzunehmen, das Kreatürliche, die Mimik gegen Maskerade, die Verwandlung, der Körper wird auch wirklich ganz stark damit eingezogen. Und letztendlich versuchen natürlich alle jeglichen Konformismus und jegliche Konventionalität zu vermeiden. Wir gehen gleich gemeinsam durch die Ausstellung. Was ich noch sagen wollte, was ich strukturell eigentlich an dieser Ausstellung am exemplarischsten finde bisher und was natürlich auch einfach in meiner Sammlung steht, ist, dass eigentlich die gesamte Entwicklungsgeschichte des Medienfilms hier unheimlich schön sichtbar ist. Dieses Video, was am Anfang als Dokumentation benutzt wird, wenn wir jetzt von dem Bruce Nauman sprechen, der eben in den 60er Jahren allein in seinem Studio eine Performance macht und sich dabei filmt. Dann sozusagen weitergehen zum Tony Ausner in den 80ern, wo wir schon sozusagen natürlich noch performative Aspekte haben, aber es ist schon mehr das Filmsetting, Mike Kelly. Die Sünde soll auch sozusagen als Art Warnung hier fungieren. Ein Klischee, der ja immer spielt mit der Kombination zwischen also Bild, Image und eben Schrift und Wort. Das ist auch eine Klammer und wird in anderen Arbeiten, das wir auch gleich noch sehen, von der jüngeren Generation aufgenommen, natürlich in einem anderen Kontext. Aber es ist sozusagen hier dieser Aufhänger und der Entrance-Bereich, der eben vielleicht ein bisschen ahnen lässt, was kommen mag oder auch nicht. Und insofern haben wir uns entschieden. Ich glaube, Sie erinnern sich noch, weil jetzt hier vorher auch der Eingangsbereich dunkel für den Selinas Campinas, wir haben darüber ausgeweitet, auch noch auf den Gang. Das hängt mit dem Paul McCarthy und den White Chips zusammen. Aber das ist sozusagen unser Auftakt zu den Flaming Creatures. Eben, wie gesagt, das hatte ich vorhin ja noch nicht gesagt. Das ist ja der Hauptfilm auch von Jack Smith, eben diese Flammen und Kreaturen von 1963. Und insofern ist das uns hier. Und dann eben dieser jungen Generation bei dieser Karten. Michael Carmen Fisch haben auch hier eben diese Organisation gemacht, wie gesagt, dass sie darauf trainiert. Und da würde ich eigentlich gerne noch einnehmen. Nur so viele werden natürlich sozusagen Konsumgüter, Alltagsgegenstände aus amerikanischen Malls und Supermärkten genommen, eben auch als Erfolg der Kontextverschiebung und in dem Zusammenhang hier eben dieser sehr exzentrisch, und das ist natürlich auch wieder bei dem Thema der Exzentrik und der Übertreibung.
unangefördert. Innen drin ist eben, wie gesagt, meine Art von Lieblingsarbeit Art Maker von Nacht und Welt. Die fürs MoMA PS1 entstanden ist 1982 und es geht um Machtstrukturen, Gieren. Hier inhaltlich wird sozusagen eine Art neuer Messias geboren, der hoffentlich die Gesellschaft verbessert. Und nebendran die Arbeit Love ist eben von 84, die auch gelesen, wobei auch jetzt hier natürlich Sprache und Inhalt teilweise gar nicht zusammengehören. Man kann der Sprache auch gar nicht folgen. Aber es ist eben alles, was sozusagen Evil heißt ja auch rückwärts Love, wenn man es andersrum liest. Sozusagen alles, was mit und durch und in Liebe sozusagen passieren und geschehen kann. Und wir haben außen noch ein Musikvideo von ihm, weil das Thema Musik spielt natürlich auch eine ganz große Rolle bei Mike Kelly, bei Tony Ausler, die ja in der Band gespielt haben. Haben für Sonic Youth eben auch hat Tony Ausler dieses Musikvideo noch gemacht. Also das war eben so diese ganze LA-Zeit in den 80ern, die glaube ich schon sehr prägend auch für diese ganze Gruppe von Künstlern war. Also ich finde es so psychedelic, die sich auch da angeschaut. Dazu noch zu sagen, dass Mike Kelly und auch ein großer Künstler dieser Zeit, beziehungsweise eigentlich schon früher und auch Lebensgefährte von Jacksonville. Tony Conrad spielt eben auch Spiele. Genau. Ja. Also es sind halt sozusagen auch immer wieder Künstler-Kollaborateure am Werk bei den Arbeiten. Ja, unser Gang, der ja tragisch ist, insofern der einzige Raum, der immer wiederkehrt bei jeder Ausstellung, weil ich den nur rausreißen kann. Wenn es ging, würde ich es auch machen, aber dann fällt mein Haus ein. Und dann nutzen wir den jetzt. Sehr schön am Eingang jetzt hier zu sehen, die Arbeit Marbelle, wo eben ein Telefonbuch malträtiert wird und wie es eben später auch für Paul McCartney wirklich gang und gäbe war, eben mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Und so zieht sich eben dieser ganze Gang entlang mit diesen Performances eben aus den 70ern. Und endet eben hinten in die Metro-Ski. Die Rip in the Wall, die erste Arbeit, wo man so eine gewisse Aggressivität erkennen kann, weil er mit einem großen, mit einer Leinwand, so eine Art Lappen, Farbgetränk eigentlich, das die
Wände abklatscht in seinem Studium. Und die letzte Arbeit ist eben Upside Down Spring Spinning Back, wo er eben sozusagen seinen Unterkörper spreizt und wie so eine Fledermaus eigentlich von der Decke hängt, aber natürlich halt am Boden liegt, aber so ist es gefilmt. Dabei eben auch Spucken, also das Thema Spucken ist ja bei Pommelkarte dann auch wieder eine große Rolle. Das ist für mich Ryan McCarthy, die Kollaboration, das sind jetzt schon mal die Zeit von Ryan McCarthy. Sicherlich der zeitgenössische Medienkünstler, den wir kommentieren haben. Sehen Sie eigentlich hier diesen Generationssprung, der glaube ich auch einfach ganz wichtig ist. Und ist natürlich groß geworden im Internetzeitalter mit YouTube, mit allen, sagen wir mal, Informationsmedien, die man sich nur vorstellen kann. Das ist eine dreiteilige Arbeit, die aber zusammengehört. Und Sie sehen, was das Environment und das Setting angeht, eigentlich ganz normale diskursive Kommunikationsmodelle. Es gibt einen runden Konferenztisch, also in der Firma, wie gesagt, gibt es Kommunikation und Gespräche. Es gibt hier diese Camping-Situation am Rastplatz, wo man natürlich auch eine Unterhaltung fällt und wo ich ja doch auch sehr glücklich und stolz noch mit unserem ehemaligen Lufthansa sitze. Also auch natürlich im Flugzeug findet eine Art Kommunikation statt. Also das sind eigentlich ganz normale klassische Kommunikationsmodelle. Und Sie hören einen Ambient-Sound, der hier über allen Arbeiten liegt, aber, und das würde ich Sie dann trotzdem nachher gleich nochmal ganz kurz wirklich machen, sobald Sie die Kopfhörer aufsetzen und sich dann auch wirklich inhaltlich mit dem Film versuchen, sage ich Ihnen gleich, auseinanderzusetzen, werden Sie merken, also es driftet natürlich völlig ab und es kommt zu einer totalen Kontextverschiebung. Die Sprache folgt keiner Narration mehr, was Sie über die Kopfhörer hören. Es ist ein reiner Internet-Jargon, es sind nur noch SMS, es sind Anachronismen, es ist keine, sozusagen keine Narration mehr. Ich erlaube mir schon zu sagen, wirklich in der Tradition von den Dadaisten, Kurt Schwitters Lautsprache funktioniert eben Sprache nicht mehr, um einen Inhalt zu vermitteln, sondern erfährt sozusagen eine eigene Funktion. Die wird aber mit Benzin übergossen und verbrannt. Also dieses ganze natürlich Thema Exzentrik, Übertreibung bis ab Absurdum geführt, finden Sie hier. Und beide Filme enden und münden letztendlich hier ins Popular-Star-Ende, genau, wenn man das so möchte. Vielleicht gehen Sie mal ganz kurz mal zu hören, mal in der Kopfhörer rein, damit es ein bisschen verständlicher wird, was ich Ihnen hier gerade versucht habe zu erklären. Und dann würde ich einfach als zweites schauen. Gehofft habe, zum einen ihn kennenzulernen, zum anderen natürlich eigentlich auch, wie wir es hier gerne gemeinsam installiert hätten.
gehen gleich rein, haben eben gesagt, diesen Kühlraum speziell für ihn gebaut und gewidmet. Und wie es ja immer so ist bei Mike Kelly, es geht ja immer psychologische Fragen der Erinnerung und Verdrängung. Und Ausgangspunkt ist ja immer sozusagen freudianisch gesehen auch, die Vergangenheit kann zwar rekonstruiert werden, aber meistens ist es falsch. Es gibt also immer sozusagen ja, einen gewissen Bezug zu einer, sei es vergangenen also Person aus der Vergangenheit, ob historisch oder nicht, aber es gibt immer einen Angriffspunkt. Bei den Blaze Gunn-Arbeiten waren das die sogenannten Jahrbücher, die auch Schreibern Sexualleben führte und sozusagen an seine Geschichte angelehnt, werden wir jetzt eben im gleichen Szenario sehen, wo Lord M durch eine Höhle zieht, der die Braut sozusagen schändet und eben auch sein exzentrisches Leben eben ja, vollzieht. Es ist ja bei Mike Kelly immer so, wir haben eben diese Sinnbilder von Emotion und Eros, aber auch natürlich von Aggressivität und Ohnmacht. Und vor allen Dingen rutscht es eben immer sehr schnell ab, natürlich ins Perverse, auch ins Triviale, aber auch ins Aggressivität. Und natürlich vor dem Hintergrund seines Suizids, denke ich, ist dieser Film also schon